Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So Leute, wie üblich habe ich mich im Internet auf die Suche gemacht und habe 10 coole Pieces für diese Woche rausgesucht. Dieses Mal sind keine Schuhe dabei, aber sind trotzdem sehr, sehr nice Pieces dabei. Ein bisschen das Thema Workwear, was ich in meinem letzten Video behandelt habe, habe ich auch so ein bisschen was gefunden. Aber ich sag mal, auf günstiger Basis. Deswegen seid gespannt, bleibt auf jeden Fall am Start. Vergesst auf jeden Fall an der Stelle schon nicht mal ein Abo da zu lassen. Und dann legen wir los mit Piece Nummer 1. So Leute, wie in meinem letzten Video schon erklärt, hier haben wir Piece Nummer 1 und das beinhaltet halt diese Hemdjacken, diese Workwear-Hemdjacken. Ich sag mal, das sind so Oldschool-Hemdjacken und die habe ich in verschiedenen Stores gefunden, wie ich euch schon gesagt habe. Und dementsprechend dachte ich mir, ich suche hier einfach mal ein paar Varianten raus. Angefangen hier von zwei Colorways, die es aktuell bei H&M gibt. In dem schwarzen Colorway und in dem beigen Colorway. Beide sehr nice, beide für 30 Euro, sehen cool aus, solide. Haben einen ganz nicen Schnitt, jetzt nicht übertrieben nice, also nicht übertrieben, übertrieben nice, übertrieben heftig, aber schon grundsoliden Schnitt. Preis-Leistung passt an der Stelle auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und die würde ich euch schon empfehlen, sind ja auf jeden Fall eine gute Einsteiger-Hemdjacke und dementsprechend könnt ihr das abchecken als Piece Nummer 1. Weiter mit Piece Nummer 2 und das ist eine Variante von Zara. Und die von Zara gibt es in drei Colorways. Einmal in diesem Rost-Orange-Braun, dann in so einem Creme-Weiß und dann nochmal in so einem Jeans-Stoff. Mir gefällt in dem Fall diese Rostfarbe am besten. Ich mag das ja, diese großen Taschen im unteren Bereich, dazu nochmal diese kleinere Tasche, die aufgesetzt ist. Sieht sehr, sehr cool aus. Und muss ich sagen, für, ich sag mal, knapp 50 Euro auf jeden Fall einen Ticken teurer, aber schon ganz nice. Fit, sieht auch ganz cool aus. Ich zeige euch gleich noch eine Variante, die ich persönlich sogar noch nicer finde. Und ich sage euch auch genau, warum. Und dementsprechend ist das auch eine sehr, sehr gute Variante, die ihr euch auschecken könnt, gegebenenfalls einfach bestellen könnt. Farbe ist natürlich einzigartig, die habe ich ansonsten nirgendwo anders gefunden. Ist natürlich typisch Zara, die haben so ein bisschen dieses Thema Workwear sich natürlich genau angeguckt und die wissen genau, dass diese rostfarbenen Kart-Hosen, Workwear-Hosen auf jeden Fall gut im Trend sind. Dementsprechend haben die sowas quasi jetzt rausgehauen, aber ich finde es auf jeden Fall vertretbar. Sieht nicht billig aus, sieht nice aus, deswegen Piece Nummer 2. Und hier haben wir Variante Nummer 3 und Variante Nummer 3 ist von Gant. Ist natürlich preistechnisch was ganz anderes, aber ich kann euch sagen, die Qualität ist an der Stelle auch eine ganz andere Nummer. Aber was mir an der Variante auf jeden Fall am besten gefällt, ist, dass das Ganze schön ein bisschen oversizig, aber schön cropped geschnitten ist. Ihr seht das bei dem Model, wie das sitzt und meiner Meinung nach auch sitzen muss. So eine Workwear-Jacke finde ich perfekt, ganz ehrlich gesagt. Sogar die gefällt mir sogar viel, viel besser als die, die ich habe, weil die wirklich von der Passform her sehr nice ist. Ich muss mal schauen, ob ich die Tage noch irgendwie in die Hände kriege. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich mag dieses Cremefarben sowieso. Die gab es irgendwie noch in einer anderen Farbe, aber die ist irgendwie ausverkauft oder nicht verfügbar. Ich weiß es jetzt nicht genau an der Stelle. Aber ich muss sagen, hier von der Passform her gefällt sie mir auf jeden Fall deutlich, deutlich am besten von allen drei Varianten. Natürlich, Preis ist natürlich immer was ganz anderes, aber man zahlt ja auch für einen Markennamen Gant. Qualität wird auch was ganz anderes sein als H&M und Zara. Nichts gegen H&M und Zara, aber das ist auf jeden Fall hier eine langlebigere Geschichte. Wobei ich sagen muss, eine Jacke aufzutragen ist relativ schwer. Qualitätstechnisch wird das einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer sein. Dementsprechend, die gibt es bei Gant. So Leute, dann kommen wir zu einer Tasche. Und ich finde das Thema Accessoires extrem wichtig. Und die Tasche habe ich gesehen. Und ihr seht hier, ich habe eine Sache im Einkaufskorb und das ist die Tasche. Und ich muss sagen, mir gefällt die Tasche extrem, extrem gut. Ich zeige euch jetzt ganz genau, woran die mich erinnert. Und zwar gab es mal so ein Tumblr-Bild mit einer Yves Saint Laurent Tasche. So ein Typ, der hat so eine Yves Saint Laurent Tasche irgendwie, ich weiß nicht, in der Hand oder so. Der trägt die auf jeden Fall. Und die sieht fast 1:1 aus, die Tasche, bis auf dieses Yves Saint Laurent Logo da dran. Ich muss sagen, mit diesem Velour, Wildleder in Imitat, finde ich sie extrem nice. Diese braun Variante, also dieses heller Braun mit dem dunkleren Braun gemixt, gefällt mir extrem gut. Es gibt die auch noch in Schwarz, aber ich finde es also zum Reisen etc. wirklich eine coole Tasche, muss ich sagen. Und für 40 Euro macht man auf jeden Fall nichts verkehrt. Natürlich, guckt die Maße, die ist auch nicht riesig groß, die ist maximal knapp 50 cm breit, aber finde ich persönlich ein sehr, sehr geiles Piece. Und ich finde, sowas kann man sich auf jeden Fall angucken, vielleicht auch kaufen, weil das gibt es nicht allzu häufig zu kaufen. Dementsprechend checkt die gerne ab. Wirklich eine dicke Empfehlung, auch die werde ich mir persönlich selber einmal anschauen.
So Leute, dann kommen wir zu dem Thema und ihr denkt jetzt bestimmt, hä, der hat doch gerade das Thema Jacken abgearbeitet. Aber nein, hier geht es um Hosen. Und da habe ich gesehen, gibt es passend zu diesen Jacken bei Zara auch passende Hosen. Das Ganze seht ihr ja, hier ist einfach so eine Kombo. Aber ich muss sagen, die Hosen haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ich kann euch mal ganz zeigen, kurz zeigen. Die sind so ganz leicht loose fit geschnitten und dann hat man hier vorne nochmal so quasi dieses Double Front draufgenäht. Natürlich durchgehend, nicht so wie bei den typischen Carhartt-Hosen, nur so ein, ich sag mal, so ein Teil, so ein Kniebereich, sondern generell bis unten hin. Aber ich muss sagen, sehr, sehr, sehr cool. Und ich fände sie persönlich wirklich cool gemacht. Muss ich sagen, vom Schnitt, von der Länge etc. Auch die werde ich mir persönlich selber anschauen, weil ich sagen muss, ist auf jeden Fall der Zeitgeist getroffen. Ich finde es ein bisschen, ja, nicht fragwürdig, aber jeder hat da seine eigene Meinung. Aber ich habe das zuletzt bei anderen YouTubern gesehen, die sagen, hey, nee, ich lasse das Thema von, ich lasse auf jeden Fall den Finger von Fast Fashion. Ich finde, da muss man immer differenzieren. Also ich finde das Thema Fast Fashion natürlich auch nicht immer nice, weil das Ganze nur da darauf gezielt ist, dass man quasi Trends schnell abarbeitet, mitnimmt, Geld etc. Finde ich es immer ein bisschen schwierig, aber so ist das Ganze normal. Es werden Trends geschaffen von irgendwelchen Premium-Marken oder von irgendwelchen, ich sag mal, Trendsettern. Das fasst dann immer wieder Zara, H&M und Co., Uniqlo, hast nicht gesehen, auf jeden Fall auf. Die setzen das um für die breite Masse und so ist das Ganze dann zugänglich für jeden. Finde ich persönlich gar nicht verkehrt, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Und dementsprechend finde ich an der Stelle auch, haben die das nice gemacht. Und vor allen Dingen, was ich an den Hosen feiere, sie sehen relativ zeitlos aus. Auch wenn sie so ein bisschen eine Workwear-Touch haben. Sieht so ein bisschen aus, ein Mix aus einer Jeans und einer Chino. Man sieht, dass die Taschen sind so ein bisschen seitlich eingesetzt, die hier an der Stelle. Finde ich auf jeden Fall cool gemacht und ich muss sagen, mir gefällt es persönlich nice. Also sehr gut und vor allem das Thema Fast Fashion. Natürlich würde ich nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich finde es schon gut, was Zara, H&M und Co. machen. Und ich werde in Zukunft auch weiter da einkaufen. Natürlich nicht alles, aber prinzipiell finde ich es nicht verkehrt. Dementsprechend check die Hose ab, einmal in Beige. Und dann gibt es die natürlich auch noch im Braun. Auch im Braun, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Schnitt etc., wie es ganz umgesetzt ist, sehr cool. Im Blau ist jetzt nicht ganz so mein Fall, aber in diesen Cremefarben und in diesem Braun finde ich sie sehr nice. So Leute, dann war ich, ich sag mal, wieder auf der Seite von Mango unterwegs und da habe ich so eine, ich sag mal, so eine Jogger-Hose gesehen, so eine ähnliche Chino-Jogger. Und ich habe so eine Hose in meinen letzten Postings, beziehungsweise schon länger, auch in meinem Kleiderschrank. Die war damals von Tommy Hilfiger. Und die gibt es jetzt hier in drei Colorways. Und ich fand sie sehr cool, weil ich auch immer wieder gefragt werde, hey Leute, wo finde ich so eine Hose? Weil das ist natürlich nicht so eine, ich sag mal, Streetwear-Hose, ist eigentlich generell mehr so eine Casual-Hose. Und ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man das Ganze mit, ich sag mal, weißen Sneakern oder in dem Fall auch wie das hier kombiniert wurde, nicht verkehrt. Muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde dafür für 39 Euro in diesen drei Colorways auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ich dachte, bevor jemand wieder sowas sucht, nehme ich es mit rein. Auf jeden Fall nicht schlecht. Mir gefällt's. Wer es gerne möchte, kann es gerne abchecken. So, dann kommen wir zum Thema Strick. Und Thema Strick ist natürlich auch so, wo ich mir am Anfang gedacht habe, ja, keine Ahnung, mal so ein ab und zu so einen coolen Strick-Sweater etc. Warum nicht? Und ich halte da immer wieder die Augen offen und ich sehe da auch ganz coole Dinge bei anderen YouTuber, anderen Instagrammern etc. Aber ich sehe mich da nicht so sehr und hier habe ich jetzt gesehen, dass es so einen Leinen-Baumwollen-Pullover gibt. Ich würde ihn nicht so tragen, wie das Model ihn trägt. Er trägt ihn relativ eng. Ich würde ihn vielleicht eine Größe größer nehmen, dass das so leicht lockerer geschnitten ist. Finde ich persönlich vielleicht nicht verkehrt. Aber das Gute finde ich daran, dass das Ganze so Leinen sein soll. Ich hoffe natürlich, und auch das werde ich mir angucken, dass es nicht kratzt. Aber ich fand den Colorway etc. sehr nice, gerade wie das Ganze kombiniert wurde, auch mit diesen hellen Tönen. Ja, mich hat es auf jeden Fall angesprochen, deswegen dachte ich, komm, ich nehme es mit rein. Passt zu meinen 10 Favorite Pieces der Woche. Wer möchte, kann sich sowas gerne abchecken. Und ja, so ein Strickpullover finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt für 60 Euro. So, dann kommen wir schon zum vorletzten Piece. Und vorletzte Piece ist auf jeden Fall mehr so in die streetige Richtung. Und dann dachte ich, komm, guck's nochmal nach einer College-Jacke. Hab so ein bisschen rumgeguckt und auch nichts Neues gefunden. Schon Themen, die wir tausendmal abgearbeitet haben. Aber jetzt habe ich hier an der Stelle so eine Wildleder, in Anführungsstrichen samtfarbene grüne College-Jacke gesehen. Und die hat mich ja eigentlich schon angesprochen. Ist natürlich auch ein gewagter Colorway. Nicht jeder feiert diese Farbe. Ich hätte das ein bisschen besser gefunden, wenn es so leicht mehr ins Khaki gegangen wäre als ins Grün. Aber der eine oder andere sucht sowas vielleicht und ich dachte, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Für knapp 140 Euro gibt es die gerade aktuell bei ASOS, wobei ihr da immer noch abchecken könnt, da gibt es immer noch Rabattcodes etc.
Auf jeden Fall mal eine gute Alternative und etwas, was ihr nicht an jeder Ecke seht. Dementsprechend, das habe ich nochmal als College-Jacke, beziehungsweise College-Jacken-Alternative mit reingenommen. Auf jeden Fall sehr nice. So, und dann zu guter Letzt habe ich noch ein Hemd gefunden. Und das Hemd gibt es bei Sandro Paris. Und ich kann euch sagen, ich habe das Hemd, beziehungsweise das Vorgängerhemd, mir vor 2 Jahren mal gekauft. Und die haben jetzt, und ich kann euch sagen, das ist aus einem Stoff. Ich kann das gar nicht genau erklären, woraus es ist. Kein normaler Hemdstoff, ist viel, viel dicker. Ist wie so gewebter Stoff. Natürlich nicht so wie das Model, das hier trägt. Es ist nicht so ganz mein Fall. Aber ich kann euch sagen, das Hemd ist mega nice. Gibt es in 3 Colorways. In diesem Cremefarben kommt das gar nicht so darüber. Aber wenn man sich das Blaue mal anschaut, dann sieht man schon, dass das Ganze so ein dickeres Material ist. Und es hat so ein, wie so eine Art ist wie so ein gewebter Stoff. Man kann das schlecht erklären, aber ich kann euch sagen, ich habe den Vorgänger von diesem Hemd. Und das ist sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Und wer das Ganze nicht zu dem Preis kaufen möchte, wartet noch ein bisschen ab. Der Summer Sale startet auch bald so Richtung Mai, Juni in dem Dreh kommt der Summer Sale. Kann sein, dass da auf jeden Fall noch viele Größen am Start sind, aber wer sowas haben möchte, in 3 Colorways gibt es das Ganze, wobei ich sagen muss, das Cremefarbene hat mir am besten gefallen und das gibt es gerade aktuell bei Sandro Paris. So Leute, an der Stelle, das war's wieder mit meinen 10 Favorite Pieces der Woche. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich habe das Ganze ein bisschen mehr aufgeteilt. Leider dieses Mal keine vernünftigen Schuhe gefunden. Sneaker, natürlich gibt es wieder diverse Sneaker-Releases, aber jetzt nicht, wo ich jetzt sage, hey, das ist für mich ein Must-Have diesen Monat etc. Dementsprechend dachte ich, okay, machen wir an der Stelle einfach mal ohne Sneaker oder ohne Schuhe. Und ich habe einfach mal so ein paar Pieces rausgesucht, beziehungsweise auch ein paar Varianten. Und ja. Vergesst an der Stelle auf jeden Fall nicht ein Abo dazulassen und ein Like und dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.